So, jetzt gibt es einen raffinierten Knick. Da sagen die englisch sprechenden Origami-Meister Swivel Fold. Also hier diese Kante wird runtergefaltet und diese hier oben schwingt dann sozusagen nach. So, jetzt nochmal hier nach unten. Das schwingt nach. So, das gleiche mache ich hier. Diese Kante nach unten. Und hier oben schwingt es nach. Auch da versuche ich, dass beide Seiten symmetrisch behandelt werden. Das Ganze verstecke ich jetzt hier unter dieser Lage. Die andere Seite auch. Sag mal die Rückseite. Hier sieht man die beiden Flügel. Das wird hier gleich zur Hälfte, in die Hälfte gefaltet. So. Und die beiden Hände so etwas übereinander und hier unten das Gewand so übereinander. Das kann man so weit sich überlappen lassen. Oder eben noch weiter. Ich habe mehrere Versionen da ausprobiert. Ich werde das jetzt so machen, dass dieser Punkt und dieser Punkt übereinander kommen. Also das wird hier innen reingedreht. So. Und dann kommen die hinterher, treffen die sich genau hier. Muss man aber nicht so machen. Das kann man auch nur noch anders machen. Hier oben werde ich jetzt noch das war der Arm, den ich eben gefaltet habe, werde ich hier entlang knicken. So. Und dieses kleine Dreieck da, ich hoffe, das kann man sehen. Das wird gleich versteckt. Dazu falte ich einmal hier herum, dann nochmal und verstecke das Ganze hier unter. Ups, der ist rausgerutscht. Das ist wie so ein Wickelfalz. So. Und der bewirkt, dass die beiden Hände jetzt auf unterschiedlichen Höhen sind. Reindrehen. Okay. So, was ich jetzt hier mit dieser Ecke mache, ist auch wieder frei. Ich kann das so lassen. Das sieht auch schön aus. Ich habe jetzt hier das entlang von dieser Kante reingefaltet, etwa bis hierhin.
dann muss man hier unten so ein bisschen experimentieren, was so schön aussieht. Kann das auch hier eine runde Geschichte machen. So. Wenn ich das Ganze nass falte, dann werden diese hässlichen Knicke hier rausgebügelt und alles wird schön glatt. Hier unten verschließe ich das, indem ich einmal rundfalte. So, und das Ganze sollte dann so sein, dass es steht. Okay. Jetzt zum Kopf, die Schultern, ich habe das jetzt hier so zusammengedrückt, die Schultern drücke ich nach hinten, so. Hier oben öffne ich ein bisschen, mache das rund und drücke von hinten so den Kopf nach vorne bis ungefähr hier, wo die helle Seite aufhört. So, das war jetzt die Rückseite. Das umdrehe, sehe ich, dass hier das Gesicht nach vorne kommt. Das muss ich so ein bisschen modellieren. Na. Da kann ich dem Ganzen auch einen unterschiedlichen Ausdruck jeweils geben, je nachdem, ob ich da so ein Mondgesicht haben will oder so ein bisschen länglichere, schlankeren Kopf. Das wird bei jedem Engel ein bisschen anders. Wie gesagt, hier die Schultern ein bisschen zurückfalten. Jetzt könnte ich das mit den Flügeln hier auch schon so lassen. Aber das ist dann sehr schlicht, hat auch was. Ich werde aber hier noch so zwei angedeutete Federn, woraus so ein Engelflügel auch immer besteht, weiß man ja nicht, darstellen. Also, einmal und zweimal, das reicht schon, und dann das Ganze mutig einmal durchdrücken. Dadurch kriege ich hier so eine schöne Rundung hin am Flügel. So, das Gleiche sieht man hier schon sehr schön, den Unterschied zwischen den beiden Flügeln. Das Gleiche mache ich also jetzt hier auch nochmal. Ich kann auch versuchen, diesen Knick hier rund zu machen, gebogen. Ja. Und noch einmal hier unten tiefer. Das muss nicht ganz genau symmetrisch sein. Und auch hier wieder einmal mutig zupp, durchdrücken. Okay. Kopf muss nicht ganz gerade gehalten werden, kann man ein bisschen schief machen. Je nachdem, wie man so die gesamte Skulptur
formen möchte. Jetzt hier die Hand ein bisschen so nach innen gerichtet. Sieht auch gut aus. Okay. Ja. Schon ganz schön. Ich glaube, das gefällt mir jetzt hier gerade nicht. Das werde ich einfach so reinfalten. Okay. Ja. Jetzt sieht es ganz schön. Damit das hier hinten so hält, wenn ich es nass falte, würde ich hier hinten eine Wäscheklammer dran machen, die das so fixiert, und dann sieht das hinterher prima so aus. So. Fertig. Ist der Weihnachtsengel. Vielen Dank fürs Zuschauen.